Hallihallo, da bin ich wieder. Leute, soll ich euch was sagen? Beim letzten Mal hatte ich mich ausgelockt, bin runtergegangen und habe meine fünfte Schmiedevorlage gefunden. Ich zeige euch gleich wo. Ich hatte da Fackeln dann ausgeleuchtet. Die sind unten. Und ich habe schon wieder, es ist brutal, direkt eine Sicherung gemacht. Jawohl, das wird wohl die letzte Kiste sein. Die da. Das Unobtainium. Da muss ich ja was trinken, damit ich es verstehe. Und das kann man mit Vibraniumband und Endstein verdoppeln. Das habe ich jetzt gemacht und mir oben in die Sicherheitskiste gelegt. Das ist das eine. Ich habe wieder ein Klemmbrett für euch. Nein, noch was anderes. Ich hatte mir hier diesen Jetpack erweitert. Habe mir gedacht, jetzt habe ich einen Reaktor. Und jetzt kann ich mir den Jetpack vergrößern und habe einen Altermodium-Jetpack mir gebaut. Der macht 72 Millionen Fliegen, also kann ich fliegen. Der ist auch voll. Und ja, vom Bauen her, ich glaube, da brauche ich nichts erklären. Ne? Den Platin hatte ich gehabt. Dann den Platin musste ich dann auf ein Gold umbauen oder halt je nachdem, beziehungsweise auf Smaragd, und den Smaragd habe ich dann auf Altermodium, und die anderen sind mir noch zu teuer. Aber mir reichen jetzt erstmal diese 72 Millionen Flugeinheiten. So, jetzt habe ich mal das Klemmbrett. Das habe ich alles vor. Für Mystical Agriculture, das ist die Abkürzung MA, hatte ich jetzt schon einige Jars hergestellt. Bei dem Fish Jar bin ich an meine Grenzen gestoßen. Ganz am Anfang natürlich nur. Wo sind wir denn zu Hause? Hier. Ich mache hier die ganzen Tierseeds, ne? Die habe ich alle geschafft. Und dann musste ich hier einen Fischjar herstellen. Und der will nur diese Fische. Also ich habe geangelt wie ein Gestörter. Ich meine, da hinten habe ich ein paar Kisten gebaut. Aber ich bin zu einer besseren Lösung gekommen. Nämlich hier. Indem ich mir einen Fischer gemacht habe. Und der bietet mir ja Fische an. Und ich bin dann so vorgegangen. Ich hatte mir ein paar Eimer gekauft, so was weiß ich. 3, 4, 5, ich will mir jetzt gar nicht so viel kaufen. Die wurden hier reingeschüttet, Wasser rausgenommen, Fische getötet, fertig. Das war alles. Und dann so bin ich an meine Fische gekommen und konnte die dann hier hinten in meinem Soul-Extraktor rein und meinen Jar füllen. Also es war der effektivste und einfachste Weg, und die Teile haben auch einiges gedroppt, nämlich wegen Sushi, wegen Fischeier oder Kaviar, je nachdem, und sogar ein Kaviar aus Spawn-Ei. So viel da dazu. Und Knochenmehl. Gut, jetzt muss ich natürlich meine Brille wieder tauschen hier. Und die brauche ich auch nicht. So, das war das mit den Fischeiern. Ich hoffe, ihr konntet das nachvollziehen. Ich gehe aber nochmal mit hoch schnell. Bitte nach oben. Danke. Und hier hatte ich jetzt alle anderen gemacht. Also Soul Jars geht ganz einfach, indem man hier in dem Soul Extractor Tintenbeutel reinlegt. Und Hühner, da hatte ich genommen Federn, Hühnerfleisch und Eier, das was ich da gehabt habe. Fisch habe ich gerade erklärt. Das sind die vier, wo wir noch fehlen. Also Schweine habe ich auch gemacht. Da bin ich durch die Gegend geflogen, habe mir welche mit meinem Sodium-Dagger genötigt mitzumachen. Bei den Schafen hatte ich Wolle verwendet und bei der Kuh jede Menge Leder, das hatte ich unten. Also die waren relativ einfach herzustellen. Schleims ist klar, dann nehme ich Schleimperlen, da habe ich massig. Und das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, sind nämlich diese Hornschilde. Kann man die hier nicht stecken im Inventar? Ach nee, das geht nicht. Okay, alles klar. Was ist denn jetzt? Achso, weil ich da Upgrades drin habe, deswegen. Ah, okay. I'm so happy. Gut, und deswegen, also das kann ich jetzt, habe ich erklärt, deswegen möchte ich mit euch jetzt eine Schildkrötenfarm bauen und später noch eine Hasenfarm. Da muss ich aber erstmal eine Wüste suchen, wo die Hasen sind. Dazu aber später mehr. Dann möchte ich mir Herzcontainer herstellen und ich möchte ein paar Questreihen claimen. Dann würde ich sagen, ihr wisst ja, damals hatte ich ja da ein Schildkröten-Ei gesetzt da hinten. Wir haben noch Tag. Da habe ich auch noch Schildkröten. Hier ist ein Ei. Ich muss die jetzt nur noch schnell nochmal füttern da. Komm mal her. Du auch. So, dann gehen wir her. Mal leichter mal hier. So, und im Internet hatte ich so eine Farm gefunden. Hat mir ganz gut gefallen.
ein 9x9 großes Loch, drei Blöcke runter. Und dann kommt hier ein Fass hin. Oben drüber ein Glas, damit niemand wegkrabbeln kann. Und jetzt müsste ich da nur noch Trichter ranbringen an das Fass und zwei nach oben. So, und jetzt muss ich hier oben ein paar temporäre Blöcke setzen. Jetzt habe ich natürlich schwarzes Material verwendet hier für den Boden. Denn die müssen später wieder abgebaut werden. Das ist sozusagen die kleine Stelle, wo dann die kleinen Schildkröten durch müssen. Jetzt brauche ich nur mein Chalice. Schnell, hier. Spart man sich das Wasser. Einmal Rechtsklick, einmal hier Wasser hier. Einmal Wasser da, einmal Wasser hier und einmal Wasser da. Und dann sollte alles in die Mitte getrieben werden. Und später wird es noch besser, weil ja dann die Blöcke hier verschwinden. So, oben drüber, jetzt wird es Nacht, da werde ich mal schnell eine Runde schlafen. Oben drüber kommt dann wieder eine Reihe von Blöcken. Da ich so viel Sand habe, würde ich mir direkt Sandstein craften. Wenn ich schon mal hier am Strand bin. Die reichen nicht aus. Ah doch, hier habe ich noch welche. Gut, und mein Stab brauche ich auch noch. Dann muss ich mal schnell schauen, ob ich den hier... Nein, doch, hier. Und dann setze ich mir einfach hier oben drüber Blöcke. So. So. Oh, habe ich keine mehr. Ich habe garantiert irgendwo noch Sandstein. Müsste ich halt nicht haben. Genau, nehme ich mir dann ein Stick raus, dafür das weg. So, und dann hier oben würde ich gerne Sand drauf machen. Nehme ich mal zwei Sticks. Und zwar in jede Ecke eins. Und dann schachbrettmäßig verteilen das Ganze. Immer so in diesem Muster. Ich hoffe, das funktioniert. Ich muss meinen Ton nochmal schnell lauter stellen. Den hatte ich sehr leise gestellt vorhin. 75, feindliche Nähe. Nee, passt. Musikblick, nee, passt alles. So. Das ist ja ähnlich wie bei einer Kaktusfarm, ne? Wenn man sich das so anschaut. So, so und so. Und das Ganze muss ich jetzt natürlich noch ein bisschen einzäunen. Ich würde das hier mit Glas machen, damit ich einfach reinschauen kann. Das ist mein Eingang. Da vorne sind, da laichen sie mir immer, die Schildkröten. Und ich werde die versuchen da reinzuziehen, indem ich sie mit Futter anlocke und dann können die hier... Oh, warte mal, wie kann ich das wieder umstellen? Shift, Rechtsklick? Nee, Linksklick. Mittelklopf. Okay, dann muss ich es mit der Hand bauen. Das hat jetzt gerade nicht funktioniert. Die Biene beobachtet mich schon die ganze Zeit hier. Die da. Das ist eine Schokoladen-Mining-Biene. Die fliegt aber schon die ganze Zeit hier rum. Deswegen bin ich hier völlig entspannt. Die wird mir nichts tun. Das Einzige, was er machen muss, die muss hier raus aus dem Schildkrötengehege. So. Jetzt muss ich nur noch die... Deswegen habe ich meine zwei Eier mal eingepackt. Jetzt brauche ich mal zwei Schildkröten. Bist du noch hungrig? Ja, komm mal mit. Komm mal mit. Und du auch, bitte. Schau doch mal, was ich habe. Ah, ein bisschen schneller. Hä? Kommt dann mal raus aus euren alten Panzern. Beweg dich mal. Ja, Plumps hat's gemacht, ne? Ah, ist noch ein ganz schöner Weg, Leute. Ein bisschen schneller noch. Ich habe nicht allzu lange Zeit. Leckerli habe ich hier. Feinstes Seegras. Hier oben. Zu mir. Jawohl. Noch ein Block da hoch. Ist nicht mehr so weit. Ihr braucht nicht drängen.
Oder macht sie ein Rennen? Achtung, Schickritte Nummer 1, überholt gerade. Nein, sie versucht, sie... Nein, ich fange erst gar nicht an. Die brauchen ja ewig. Da vorne wäre auch noch zwei, die würde ich mir dann auch noch herlocken. So, einmal springen noch. Hüpf, jawohl. Ah, ich habe noch was vergessen. Ich habe noch was vergessen. Was macht nichts, die zwei nehme ich trotzdem schnell mal mit rein. Komm doch mal daher. Ja. Bevor ihr gefüttert werdet, muss ich noch was erledigen. Mädels. Oder Grüdis, oder wie man euch nennen mag. So, denn ich muss ja hier noch diese ganzen Gitter reinsetzen. Hier diese Eisenstäbe. Einfach damit wir die Kleinen hier nicht einfach so sinnlos reinfallen. Und die Großen auch nicht, irgendwie. Ich hoffe, die reichen jetzt, die Eisengitter. Ja, gehen wir mal kurz weg hier. So, und da unten drunter. Ja, den muss ich wegschlagen. So, damit die einfach nach unten fallen, die kleinen Schildkröten. Oh, jetzt habe ich da den Eisenblock kaputt gemacht. Der war, wo war der gewesen? Ne, der war... Hier gewesen, ne? Ja. Muss hier Kerzen gerade nach unten schlagen, schön aufpassen. Ja, geht euch aus du hier. Mach ich gut, ne? So. Und du hast Carlos zum Zuschauen? Aber gleich ist Fütterungszeit, Leute, gleich. Oh, da habe ich noch einen Block vergessen. So. Schau mal, Bertha, du kriegst jetzt was zu futtern. Also allererstes hier. Und du kriegst auch noch was da. Und jetzt, ne, ihr wisst ja, was ihr machen müsst. Gut, jetzt hole ich mir die anderen beiden noch, locke ich mir mal noch an. Und zwar, indem ich hier, die einfach nur ein bisschen Treppen steigen lasse. Da hoch. So, also gut. Du gehst mal mit, komm her. Ich bin zu schnell, ich muss runter reduzieren, na komm. Ja komm. Ja fein. Ups. Ja, da müssen wir rauf den Berg. Ja. Ist anstrengend. Ich habe jetzt mal da hinten versucht, gerade ein Ei zu legen irgendwo. Schaut zwar ein bisschen komisch aus, aber hm. So, jetzt kommen wir da rauf. Jawohl. Und jetzt gehen wir noch da rein. Ja. Schau mal. Und hüpf. Und. Bums. Dankeschön. Und ich nehme mich auch gerne mit. Komm, du bist jetzt auch gerade da. Dann baue ich nämlich. Ey, das ist voll feinstes Gras, ne? Komm. Das allerfeinste hier. Extra frisch aus dem. Ja, komisch riechenden Wasser. So, komm mit. Hier, hier. Wenn ich ein Speed-Upgrade hätte, würde ich der Schildkröte ein Speed-Upgrade geben. Na du, oh, kannst du das riechen bis daher? Warte mal, komm her. Komm. Ja, immer, immer in Kontakt bleiben, Augenkontakt. Hallo, Augenkontakt. So. Ja, da geht's rauf. So, ich hoffe, das funktioniert so. Oh, ziehst mich nicht mehr. Entschuldigung, tut mir echt leid für dich. Ich wusste nicht, dass du eine blinde Schildkröte bist. Du gehst nur nach dem Geruch. Ne? Ah, da liegt schon ein Ei, Leute. So, und wir machen auch mal schön springen. Hüpf. Na komm, ja. Na, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und jetzt springst du den anderen einfach auf den Rücken. Die, wenn sie beschwert, kann ich nichts dafür. Da, ich hab's gesagt. Ja, wer ist noch nicht? Ihr seid noch nicht versorgt. Gut, dann baue ich mir hier das einmal ab. Eins. Zwei. Drei. Eine satte vier Eierwand. Hätte ich die jetzt mit Behutsamkeit abbauen müssen. Ja. Okay. Alles klar. Mist. Gut,
Die sollen jetzt hier mal ihre Spätchen machen. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt dauert, bis da unten das erste Ei reintruppt. Aber vielleicht baue ich mir noch eine Glaswand. Ich baue mir noch eine Glaswand davor. Dann muss ich aber da oben alles wieder wegmachen. Nee, kann ich nicht machen, Leute. Weil da ist überall Sand und dann würde ich mir jetzt mein System gerade sprengen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen stehen bleiben und die Schildkröten so lange fett füttern, bis er hier, ja, keine Ahnung, 10, 12 Schildkröten rumlaufen. Du bist ja gerade hier drüber, du hast keine Zeit. Du auch noch nicht. Gut. Und da muss ich mal den Sand wegmachen. Ups. Ne, dass hier irgendein Monster reinsteigt. Ach, Fackeln könnte ich noch anbringen. Das wäre noch eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, ja. Die bringe ich dann mal hier schnell rein. Und Fackeln habe ich garantiert irgendwo. Genau. Genug Fackeln vom Anfang des Spiels. So machen wir das. Ja. Gut, dann ist da Licht. Den Brutplatz nehme ich wieder mit. Okay, die brauchen eine Zeit, ne? Alles klar. Gut, kann ich eines abhaken. Natürlich müsste ich mir, jetzt habe ich nicht geschaut, ob es auf einem Chunk liegt. Hätte ich vorher machen sollen. Ach, du grüne Neune, natürlich nicht, ne? Dann muss ich wohl... Ist das jetzt geclaimed? Force loaded. Ja, es tut mir jetzt echt leid. Ich glaube, die baue ich um. Sonst müsste ich ja hier eigentlich nur wegen ein paar Schildkröten Eiern 4 Chunks hier claimen. Egal, ich gehe mal zurück. Es wird eh Nacht. Beziehungsweise, nein, das ist egal. Ich hake jetzt erstmal ab. Schildkrötenfarm. So, die hatte ich gemacht. Und nun brauche ich ja noch Rapid. Für Rapid Seed brauche ich entweder Hasenfell. Achtung. Kurz Lärm gemacht. Brauche ich Hasenfell, Hasenpfoten oder Hasenfleisch. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt hier den Kompass nutze und der soll mir nach einer Wüste suchen. Und zwar ganz normal, eine normale Wüste hier. Suche starten. Schauen wir mal, ob ich dann da irgendwo... Ach Mensch, was habe ich jetzt? Was habe ich jetzt gemacht? Wüste. Wüste, Suche starten. So. Und der sagt mir jetzt hier... Wo ist die Distanz? 2400 Meter. Dann würde ich da mal hinfliegen, aber ich habe hier keine Wüste gefunden, Leute. Ja, ich weiß, ich bin gerade. Ich fliege mal dahin, derzeit mache ich Pause. Bis gleich. So, ich nehme euch gleich wieder mit. Leckt zwar ein bisschen hier, baut sich gerade auf. Aber hier habe ich schönes Totholz, da könnte ich mir auch dann was abbauen noch. Und ich habe noch 200 Meter und dann sollte hier eine Wüste sein. Okay. Ist das jetzt, da drüben ist die Wüste, okay, alles klar. Ich habe schon gedacht, ich bin hier wegen irre. Shit, ihr braucht euch nicht verstecken, Leute. Ich lasse euch schon in Ruhe. So, jetzt hoffe ich nur, da hinten sind Hasen. Um sicher zu gehen, dass ich genug habe, habe ich mir so ein, wie nennt sich das, ein Mobsweb genommen. Und dazu brauche ich jetzt erstmal die DNA eines Hasen. So, das war jetzt ganz lustig. Habe ich. Habe ich dich, mein Freund. So, und jetzt würde ich den einen oder anderen natürlich gleich mitnehmen. Denn ich brauche... Oh, 9 Hasenfleisch, 1 Hasenpfote. Das ist ja richtig nice. Da brauche ich ja dann gar nichts. Ach, da zieh ich das Hasenfell auch rein. Ich will nur schnell mal aufräumen. Weil ich habe zu viel Müll wieder in der Tasche. Und die Hasenpfoten hole ich mir direkt wieder raus. No. Was? Ich habe da... Oh, 22? Nee. Der ist aber keine 22 Fell gedroppt, oder? Ich habe natürlich nicht nach Hasenfell geschaut bei mir vorhin. Na, ihr Kleine, wo seid denn hin? Da bist du. Warte mal, ich habe was für dich. Schau mal, richtig scharf. Nee, 3 Hasenfell. Na gut, ich weiß jetzt, wie viel ein Char macht. Schau ich mal schnell die Hasen. Was haben denn die für Farbe? Braun wahrscheinlich, nee. Kuh. Salz, Schwein, Kaninchen. Ich will nur mal schnell schauen, wie viel die machen. Ein Hasenfell macht
0,25, Fleisch 0,5 und die Hasenpfote. Also brauche ich mehr Fleisch. Ich brauche insgesamt 12, 24, 48. Okay, dann muss ich jetzt hier noch ein paar. Dann spare ich mir das mit dem Spawner eigentlich, mit dem Hähnchen-Spawner. Kaninchen-Spawner. Wenn ich hier noch das eine oder andere kleine Teil finden würde. Waren das jetzt echt plus zwei Karnickel, Leute? Da hinten ist noch Wüste. Wie bist denn du hier? Gut, ja, ich weiß. Ich glaube, ich habe ich schon mal angeschaut. Ihr frisst mal die Hasen hier, die rumspringen. Oder wie ist das mit euch? Also wenn jetzt da kein Hase... Was bist du hier? Asche Mining Bee. Ich würde sagen, ich fliege da nochmal in die Richtung. Da ist auch noch ein bisschen Sand. Vielleicht habe ich Glück und bekomme meine Hasen so voll. Dann brauche ich nichts. Kann Hasenspawner machen. Wobei es eigentlich wurscht wäre, ne? Ne, die sind da bloß. Das ist wieder alles nur Strand. Strand, Strand. Schnecke. Okay. Da hinten ist eine komische Struktur. Schade. Hätte ja natürlich gut laufen können. Naja, dann nehme ich wenigstens das mit. Ein bisschen Äpfel, Zeugs da. Okay, das nehme ich noch mit. Schmiedevorlage, das nehme ich mit und Papier. Spare ich mir den Weg. Und ich fliege jetzt noch einmal zurück zur Wüste. Und dann. Die haben alle Angst vor mir. Ich bin gewaschen, Leute. Ich rieche nicht. Okay. Aber ich kann mal schauen, die nächste Wüste ist wahrscheinlich dann ewig weit weg. Nee, ich mache jetzt doch mal mit euch noch. Ich fliege mal nach Norden. Ich mache mal kurz Pause. Eigentlich wollte ich zu dem Turm, aber schaut mal her. Da liegt begraben unterm Sand einfach ein Schiff. Wie uncool, oder? Da auch eine Kiste da ist. Da ist eine Kiste da mit. Ich habe keinen Platz. Okay, pass auf, dann lassen wir halt irgendwas da, was ich nicht brauchen werde. Das hier. Eisen habe ich eigentlich genug. Ich nehme Smaragd und Eisen nämlich mit. Ach komm, so. Das brauche ich alles nicht. Ich schaue auch gar nicht nach der Schatzkiste, Leute. Ich wollte eigentlich nur den Turm schnell noch anschauen. Und ob hier noch der eine oder andere Hase rumläuft. Und hier habe ich drin jede Menge Zeug. Der Eismann kommt, hört ihr das? Schmelzen, Entladung, Atmung, magisches Schutz, Wasseraffinität, Durchschuss. Naja. Dann nehme ich halt das Gold noch mit. Und die Schusssicherheit, komm, ist egal. Jetzt geht's zurück. In die Base und ich muss Inventar leeren. Ich hätte auch, ne, ich bin blöd, ne, aber ich kann ja auch unterwegs Inventar leeren. Gut, jetzt schaue ich mal, wie weit ich komme mit dem ganz normalen Ding. Das behalte ich weg, das lege ich da rein. Wegstein habe ich noch einstecken. So, das weg, das weg, das kommt dann auch wieder ins Inventar. Gut. Dann versuche ich jetzt mal mit dem 4 Jars, die mir noch fehlen, ob ich das jetzt voll bekomme. Ansonsten müsste ich mir wirklich entweder noch einen Hasenspawner suchen, also einen Hasenspawner bauen, meine ich. Naja, gut, eins bringe ich zumindest voll. Auch nicht ganz. Dann nehme ich mal das hier noch. Okay, eins habe ich voll. Das wäre schon toll, weil dann könnte ich nämlich die nächste Seeds direkt machen. Und ich würde eigentlich ungern so einen Kaninchen-Spawner bauen, aber das seht ihr ja 0,25, das dauert ja ewig. Und die Hasenpfote, okay.
Bringe ich nicht voll, das heißt, ich werde mir weitere Wüsten suchen. Das Ganze mache ich jetzt und ich blende mich dann ein, wenn es soweit ist. Ganz einfach, ich hatte ja hier noch jede Menge andere Außenstellen, sagen wir mal hier das hier. Und da gebe ich ganz einfach ein, rechts Wüste, da soll man eine neue Wüste suchen. Und dann sehen wir da weiter und starten. Wie weit ist sie weg? 1600. Die suche ich jetzt auf, unterwegs werde ich was naschen und wir sehen uns in der Wüste. Hey Leute, schaut mal da unten. Ich bin gerade mal reingesprungen. Auf der Suche nach der Wüste übrigens zeigt er mir an, die Wüste ist da drüben, aber schaut mal hin. Da ist nichts. Der Kompass funktioniert echt hervorragend, das muss ich schon sagen. Wahrscheinlich muss ich jetzt nochmal suchen und dann steuert er mich jetzt ja, in die Richtung. Ist egal. Ich schaue mal, ob ich einen Pinsel dabei habe. Den müsste ich eigentlich auf jeden Fall dabei haben. Oh, hallo. Da, hier im Pinsel. Da unten hatte ich nämlich entdeckt, da ist unterm Wasser. Warte mal, ich kann ja eigentlich mal den Wasser auflösen, ne? Das mache ich auch. Zack, 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 zack. So, jetzt muss ich bloß vorsichtig sein. Beziehungsweise ich mache es mit der Hand. Hier unten, schaut mal. Da kann ich pinseln. Wenn ich Glück habe, kriege ich nochmal irgendwas Besonderes. Hätte ich jetzt mit ohne dieses Resource Pack jetzt gar nicht entdeckt. Ja, okay, ein Emerald noch. Und noch ein bisschen Gold. Okay, hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt. Aber wenn ich schon mal da bin, dann schaue ich natürlich nochmal nach, ob nach unten runter was ist. Okay, gut. Ich wollte eigentlich nochmal wissen, was dahin, was diese Brunnen da auf sich haben. Gut. Habe ich den schon gerade gefunden? Okay, also hier in der Wüste ist auch wahrscheinlich kein Hase. Ich suche auf jeden Fall so lange weiter, bis ich einen Hasen habe. Ich habe keine Lust, mir jetzt einen Spawner zu bauen, wenn ich ehrlich bin. Und so selten können ja die Hasen auch nicht sein. Ne? Findet ihr doch auch. Ja, tatsächlich kann. Ich möchte mal eine richtig große Wüste finden, Leute. Eine richtig große. Passt da mal auf, ich fliege jetzt einfach mal in Richtung Osten. Straight in Richtung Osten und dann schaue ich mal, ob er da noch eine Wüste findet. Da oben habe ich fliegende Inseln. Na gut, die interessieren mich nicht. Und. Wüste, Wüste, Suche starten. So. Okay, da zeigt er mir die da hinten wieder an. Ich melde mich wieder, wenn ich die nächste Wüste gefunden habe, beziehungsweise wenn ich irgendwo ein paar Hasen rumhobbeln sehe, dann nehme ich euch da wieder mit. So machen wir das ganz einfach. Bis gleich. Naja, ich schreibe mich mal gleich dazu. Da ist ein viereckiger Bau. Mitten hier drin. Und das zieht mich natürlich direkt an. Oh, was ist denn das hier alles? Aber ich habe kein Schwert dabei, ne? Okay, machen wir es anders. Ja, weg, weg, weg. Haben sie sich gefangen? Ich will nur mal kurz an die Kiste, ist das in Ordnung? Was haben wir hier? Zinn. Zombies. Ach, den habe ich jetzt abgebaut. Ah, nicht schlecht. Rotten Spebugel. Ja, da ist ja nichts Besonderes drin, ne? Eine Kiste. Was ist denn das hier? Das nehme ich mit. Basic Belt. Nehme ich auch mal mit, brauche ich garantiert nicht bauen. Basic Ring. Mehr Rüstungshärte. Soul Shard nehme ich auch mal mit. Gut. Wo bin ich denn hier eigentlich? Was ist denn das hier? Oh, das nehme ich auch mit. Das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Was lasse ich ein bisschen da? Eisengitter, Steinchen, das kann ich mitnehmen. Das auch noch. Der Rest ist Bumpeldumpel. Und das Teil baue ich mir direkt ab da. Wo ist es denn? Hier. Und der Knüppel? Ach, der ist jetzt weg. Okay, das wollte ich jetzt nicht, aber
Wenn ich schon mal hier bin, habe ich mir gedacht, oh, was haben wir da noch? Auch Eidolon. Dann baue ich das auch noch ab. Ja, das war jetzt eher ein Zufall, wie gewollt. Gut, ich suche jetzt hier die Wüste weiter Richtung Osten. Bis gleich. Ui, was heißt bis gleich, Leute? Schaut mal, die nächste Stadt direkt gefunden hier. Mit dem Schwebehaus hier. Und eine Kiste. Tomaten. Wenn hier ein Wegstein wäre, würde ich hier einen. Ah, da ist einer. Den würde ich mir direkt setzen. Und zwar nennt sich das Rack. Das würde ich gerne umbenennen. Und zwar will ich, kann man das umbenennen? Ich merke mir den Namen ja nie. Gut, ja, weiter geht's Richtung Osten. Und ja, ich bleibe mal gleich live on air. In der Hoffnung, dass hier ein bisschen Hasenfutter rumläuft. Aber dem ist nicht so. Da habe ich auch noch Wüste oder Sand. Okay. Mein Auspuff, mein Kompass sagt mir immer noch, Wüste ist da hinten. Also scheint jetzt die nächste Wüste hier wirklich ganz weit weg zu sein, oder? Ja, wieder da hinten. Das ist aber die Richtung Westen, von da kam ich ja gerade. Nee. Okay, wir sehen uns gleich. So, ich habe jetzt noch 900 Meter. Aber wisst ihr, was mir auffallen ist? Der Jetpack, der verbraucht ja ohne Ende. Das ist ja Wahnsinn. Egal wie ich fliege, jetzt langsam schaut mal hin. Wie viel der jetzt plötzlich verbraucht. Die verfolgen bei über 70, glaube ich. Und der geht ja sehr schnell runter. Mein Platin, der war da um Welten effektiver. Da hatte ich kaum was verbraucht. Seltsam. Okay, jetzt wird es dunkel. Müsste ich wieder schlafen gehen. Und vor allem Wüste. Wo ist denn Wüste? Hier ist Wüste. Dann lege ich mich schnell mal schlafen. Ich bin ja auch so ein Held. Oh, schau mal her, das ist Sandstein. Sandiger Wegstein. Ach komm, den aktiviere ich mal. Dann kann ich wenigstens, was heißt, ich muss ja nicht nach Hause. Mensch, ich vergesse es immer. Ich kann ja alles hier einlagern. Echt wahr. Manchmal. Aber nur manchmal. Hier habe ich eine Wüste. Ach, kurz bewegen. So, jetzt hätte ich, was ist denn hier los? Ist das eine Falle? Ja, wenn die Geier schon rumschwirren. Ich hätte gerne ein paar Hasen. Ihr fresst mir die Hasen weg hier. Ach komm, das kann jetzt nicht schon wieder die ganze Wüste gewesen sein. Das ist doch krank. Das ist doch keine Wüste, das ist doch. Das sind doch Fleckchen. Das habe ich schon mal abgebaut, da. Bis jetzt noch keine Verwendung dafür. Da sind Schnecken. Bienchen ohne Ende. Oh, schaut euch mal die Pyramide an. Alter, was ist denn das für ein Teil? Oh, da gehe ich gleich hin. Weil hier ist noch Wüste. Ich schaue nur, ob da was rumhoppelt. Was ist denn das für ein Megabauteil? Aber die Säulen muss ich mir gleich mal fotografieren. Weil ich nämlich ein ähnliches Gebäude gebaut habe schon. Ja, was seid denn ihr für welche, hä? Schauen wir, was ich für dich habe. Und einen Pfeil. Ja, und für dich auch einen Pfeil. Oh, ein bisschen höher noch, ne? Okay. Ich bin natürlich jetzt richtig motiviert. Was Quest complete? Cursed Pyramid. Was für eine Quest habe ich jetzt gemacht? Die da. Okay. Necklace of the Desert. Ach, wisst ihr was, Leute, wenn ich schon mal da bin. Und man hört mich nicht laufen. Ich muss das echt nur lauter stellen. Oh, schaut mal hier, den Dinosaurier muss ich lange fotografieren. Warte mal, ey. Hohoho. Ja, Moment, Moment, Moment. So haben wir nicht gerechnet, Leute. Was bist denn du für ein Teil? Bleib mal stehen. Das sind ja Dinosaurier, Reptilien.
Ancient Metal Nugget. Oh, das ist auch ein cooler Block hier, der da. Dart Trap. Ich schau jetzt mal, wie stark die sind. Okay. Geh mal hier bitte. Oh, du bist stark. Aber was ist denn das? Das sind Fallen, Leute. Alter. Kann ich die abbauen? Für zu Hause? Ja, die beiden ab für zu Hause. Das ist auch eine Falling Trap. Die ist gut, die baue ich mir ab. Ui, ui. Habt ihr das Teil gesehen? Wie spät ist denn? Nee, nee, nicht in dieser Folge. Nicht in dieser Folge, Leute. Der Wegpunkt ist ja da vorne. Und ich, Alter, Spiel, das ist jetzt ein Arsch hier. Ich brauche eigentlich nur noch schnell zwei Hasen oder so. Mensch, das gibt's doch nicht. Nicht in dieser Folge, aber nächste Folge könnte ich den Blatt machen, oder? Das war ein richtig schönes Monster. Aber da habe ich, da ich jetzt hier jede Menge Wüsten, Sandsee und auch jede Menge Wüste, bin ich immer noch der guten Hoffnung, Hasen zu finden. Oh, eine schöne Stadt habe ich noch entdeckt, Leute. Ich will gar nicht aufhören jetzt mit der Folge. Boah, voll die Wüsten-City. Boah, das gefällt mir richtig gut. Boah, das gefällt mir gut, wenn ich die kopieren könnte. Warte mal schnell, F2. Boah, ist das stark. Das gefällt mir richtig. Oh, da muss ich mir echt. Oh, jawohl. Mit dem Dromedar. Wie heißt denn du? Zetniri Rark? Hammer. Hallo, Kamel. Boah, das gefällt mir gut. Also, das gefällt mir richtig gut. Mit einem Outpost sogar da oben. Boah, ist das eine steile Gegend. Oh, was ist denn das? Boah, da kann ich auch was pinseln. Ui, was ist denn da oben noch? Oh, gefällt es mir hier gut. Leckt mich doch kreuz. Ist das Wahnsinn. Kann man da rein? Ihr werdet jetzt die Begeisterung nicht ganz verstehen bei mir, aber von mir. Aber ich kann es euch irgendwann nochmal erklären. Spawner. Oh, was ist kapiert? Was ist passiert? Hammer die Gegend. Hammer. Ja, ist schon gut, ich gehe schon weg. Was will er denn? Was ist denn das? Was habe ich denn für einen Löffel? Abbaulähmung. Da drin, du spinnst wohl. Aber da, Leute, da ist ja Wüste ohne Ende, ne? Also wenn ich da jetzt keine Hasen finde, haben sie mir wirklich die Geier hier gefressen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, da hinten ist noch was. Boah. Da könnte man mal eine Folge draus machen, ne? Überlebe in der Wüste. Die Hasen überleben anscheinend nicht. Aber ich fliege direkt mal mit euch mit. Aha. Okay. Oh, was sind das für Türen? Fancy Cactus Extra Tour. Das ist eine Mine-Kolonie. Das ist eine Mine-Kolonie. Ich will jetzt gar nicht reinschauen, sonst habe ich die geclaimt. Boah, finde ich ja mega. Wenn ich da jetzt reinschaue, Pick-up Town Hall. Ich pick's einmal ab.
Oh, was habe ich jetzt gemacht? Du solltest das Bauwerkzeug verwenden, um den Bauplan zu platzieren. So kannst du die Position genau festlegen. Mist. Stell es mal wieder hin. Benutze. Oh Gott, trotzdem. Ja, lass mal da stehen. Bitte. Dann mache ich mal einen Wegpunkt. Mein Kolonie-Wüste, die machen wir gelb. Speichern diesmal. Jawohl, ja. So, jetzt habe ich mich verlaufen. Wo bin ich denn zu Hause? Aber das ist ja nicht meine Wüste hier. Mit der fetten Pyramide, das Megadorf dran. Boah, das ist echt. Für die Leute, die wissen, warum ich jetzt so aktuell so auf Wüsten stehe, die kennen ja mein Bauwerk. Auf uwmc.de. Und dieses Dorf, da muss ich mal schauen, wie ich mir die Gebäude hier irgendwie kopieren kann oder sichern kann, damit ich sie nachbauen darf. Schande, es ist jetzt kein Hase hier, Mann. Das ist sowas von ärgerlich. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, wie tatsächlich dann mir einen Spawner zu machen. Das ist auch nicht schlecht. Boah, da kann man lauter Sachen pinseln. Mir wären die Hasen lieber gewesen, ehrlich. Aber egal wie ich fliege, kein Hase da. Also ich fliege trotzdem noch ein bisschen, ne? Boah, schaut mal, ich nehme euch trotzdem mit auf die Reise. Da ist ein großer Wachturm. Hallo, ihr habt ihr Hasen gesehen? Ich nicht. Ja, weiß ich schon. Hast du Hasen gesehen? Ja, ja, ist in Ordnung. Eine Riesenwüste. Und keine Wüstenhasen. Hier brennt was. Ah, da, hier. Komm her, Freunde. Hier. Ne, ne, ne. Du bleibst. Du bleibst da. Und du auch. Sieht man ja nicht auf der Map. Oh, ganz schlecht sieht man die auf der Map. Das ist ein kleiner Nerv, komm her. So, was habe ich denn? 4, 3, 1. Was ist denn das hier? Lucky Rapid Food. Das ist doch verzaubert, oder? So, kommen noch ein paar Häschen, hätte ich gern. Gibt es ja eigentlich auch beim roten Sand. Oh, da ist noch so eine Pyramide. Schwede da. Also die Pyramiden locken mich auf jeden Fall an. Die haben mich schon wieder getriggert. Da ist noch ein Wegstein. Lass mich mal schauen, wo ich bin. Da unten ist auch ein Wegstein. Ach komm, ist egal. Wie heißt du? Azuruzuzoriu. Okay Leute, das hilft jetzt alles nichts. Ich gehe nach Hause. Versuche dann trotzdem unten noch die restlichen Hasen Chars zu machen. Oh, jetzt leckt es wieder hier. Ich glaube, das ist zu viel. Wo ist denn da schon was drin? Hier. Dann lege ich da. Oh, das kann ich gar nicht reinlegen. Das muss ich essen. Okay. Dann machen wir zumindest das zweite voll, fangen das dritte an. Und ich werde dann, ja. Entweder ich warte in der Wüste noch nach bestimmten Sachen, aber schaut euch mal mein Rucksack an. Ich meine, der lädt sich jetzt zwar sehr schnell auf, aber der Verbrauch, das ist ja Wahnsinn. Wie schnell die runtergegangen ist. Ich habe jetzt fast 30 Millionen verbraucht. Das hatte ich sonst nie und ich weiß jetzt nicht, ob es da Unterschiede gibt. Ob da was drin steht, wie der Verbrauch ist. Stufe 4, Antrieb, Hold Shift. Spritverbrauch 720 verbraucht der. Und der verbraucht 1650. Halleluja, da hätte ich ja vorher mal drauf schauen sollen. Na, den recycle ich. Boah, schau mal, was die verbrauchen. Oh ne, das ist mal eindeutig zu viel.
Also das ist der mit 720 richtig gut. Der mit 880 geht noch, aber der verbraucht das Doppelte und hat gerade mal 72.000. Okay. Wieder was gelernt. In der nächsten Folge. Nein, ach Gott, ich muss noch was vom. Das wird. Moment, wartet mal kurz. Das wird noch. Ja, ist gut. Das wird noch eine längere Folge trotzdem. Weil ich wollte mit euch die Quests ja noch claimen, damit ich da mal weitermachen kann. Ich lege das schnell mal da weg. Was ich nicht brauchen werde. Vorerst. Kupoleton. Knochen. So. Und. Würde den Rucksack da ablegen und mache jetzt mit euch ganz geschwind die Quests. Also, das nicht. Hier unten, nämlich bei All the Power, kann ich nämlich hier was claimen. Und ich weiß nicht, was man da nämlich noch aufmacht, alles. Dann Storing Power kann ich claimen. Dann hier die beiden Sachen, die ich hier schon gebaut habe, die Energiebatterie. Da bekomme ich jetzt eine Energie Cube, das ist auch nicht schlecht. Dann habe ich hier XP, ein Stahlgehäuse und zur Eisenfusion. Und da kann ich einen Haken setzen. Induktionsmatrix ist der ultimate way to store your power. If you're looking for the best power storage in the game, check out the mechanism chapter. Mache ich vielleicht bei Gelegenheit. So, da setze ich auch mal einen Haken. Mid Game. Gas Burning Generator. Ach, den habe ich geschenkt bekommen, genau. Den claim ich auch gleich mal mit. Habe ich noch Platz im Inventar? Ja, habe ich noch. Das ist mir nicht beim letzten Mal aufgefallen. Ich habe da was, überall sind so graue Häken dran. Und ich habe noch nichts geclaimed. Gebratenes Hühnchen, ganz toll. Und das hier, das habe ich auch schon gemacht. Genau, das musst du ja alles bauen, Leute. Stromkabel. Die Pickups habe ich auch gemacht. Jetzt mal was Besonderes, bitte. Das hatte ich alles damals schon gebaut hier. Gut, jetzt ist aber nichts mehr offen. Da ist noch ein Haken. Achso. Gut. Dann würde ich ganz hier oben noch das sicher claimen. Und zwar mit dem Upgrade All the Modium. Du bist der lustige, verzaubertes Buch. Das schalten wir aber an, ne? Effizienz 5, okay, alles gut. So, eigentlich hätte ich jetzt gewartet, gedacht, da kommt was. Ein fetter Haken oder irgendwas. Ich gehe mal kurz durch. Alles abgehakt. Abgehakt, abgehakt, abgehakt. Haken, 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 Haken. Wegsteinhaken, Haken. Ach, doch, die Bienen habe ich mittlerweile auch. Ja. Heißt es jetzt dieses Zeichen, ich habe abgehakt, aber da muss er doch normalerweise jetzt das hier öffnen, oder? Oder da muss ich mir irgendwie wie zeigen, jetzt irgendwas zeigen. Weil das habe ich ja schon gemacht. Seht ihr ja. Aber das schaltet aber ja nicht frei. Klicke hier, out. Ach so, dann muss ich erst hier anfangen. Ich check's nicht. Was haben wir da oben noch? Hier. Enderium Ingot. Ja, okay, habe ich auch schon gebaut. Da war noch irgendwo was. Ach ja, da habe ich Bäume abgebaut, die ich unterwegs gefunden hatte. Edelwood Bucket. Okay, das interessiert interessiert auch nicht weiter. Und Kataklysm, da habe ich jetzt gerade diesen Tempel da gefunden. Gut, was haben wir da noch vergessen? Da oben. Cobaladonis acaminidinus. Die haben nur eine Attacke. Die haben 12,5 Herzen und eine Attacke. Die können ihre Knochen droppen. Und ich kann Knochenmehl draus machen. When not attacking you. Okay. Also, ich nehme mal mit. Kopesch, Plünderung 2. Okay. Da war aber noch was da oben, wo ich, glaube ich, freischalten muss.
nämlich das habe ich schon gemacht. Food and Farming. Irgendwo musste ich da noch einen Haken setzen. Extreme Industrial Food, da musste ich einen Haken setzen. Nee, das war dann auch nicht der Fall. Okay. Gut. Was mache ich jetzt noch schnell? Das lege ich mal hier ab, alles, was ich bekommen habe. Weg, weg. So, und denn ich mache mit euch jetzt hier, nee, mache ich doch nicht die Seeds. Ich gehe jetzt in die Wüste und ich bin echt am Überlegen, ob ich mir wieder den anderen Jetpack mache, weil ist zwar schön, dass der so viel hat, so viel Energie, aber der zieht mir, wenn ich den jetzt laden will, auch zu viel Energie raus. Also kann sein, dass ich den hier wieder ablegen werde, den Jetpack, und mir dafür ein Platin-Jetpack nehme. Weil so oft brauche ich den nicht. Ich meine, der lädt sich zwar gut im Hintergrund, aber das zieht mehr Energie aus dem Reaktor und das ist eigentlich Blödsinn. Ich lese mir jetzt mal ein paar so Jetpacks noch durch und denke, ich werde wieder auf Platin zurückgehen. Gut, in der Folge war es das. Ich habe mein Quest, mein Dings hier, habe ich glaube ich alles durch. Also Hasenfarm, okay, die suche ich mir. Herzcontainer schaffe ich jetzt leider in der Folge nicht mehr. Wobei, komm, da machen wir noch einen. Komm, komm, ist egal. Und zwar hatte ich mir nämlich hier schon Herzen geschmolzen. Hier. Und ich hatte ja hier draußen über 600 von den Herzen. Auf 500, okay. Na klar, weil ich mir schon vier eingeschmolzen habe. Und so wie ich das Rezept jetzt verstehe, schmeiße ich die hier rein. Die werden dann geschmolzen. Und ich brauche dann, um die grünen herzustellen, brauche ich Schalkerboxen, habe ich in jeder Stelle, habe ich, aber ich brauche ja noch drei gelbe. So, und die gelben gehen einfach mit dem gelben Herz. Hier habe ich noch welche. Ne, ich wollte die grünen, wollte ich jetzt machen mit grünen. Das passt so mit grün. Und dazu brauche ich einen gelben Herzkanister. Und der geht mit rot, den. Ja, die kann ich doch alle machen. Warum habe ich denn das jetzt geschmolzen, Leute? Ach, deswegen habe ich es geschmolzen, genau. Ich habe jetzt die roten Herzen geschmolzen. Und die grünen. Komm, geh mal auf rot. So. Ich bekomme mit einem roten geschmolzenen Herz. Mensch, warte mal, so war das. Und dann muss ich das Grüne schmelzen. Hä? Warum habe ich jetzt das Rote geschmolzen? Was habe ich jetzt gemacht? Wenn ich gelb schmelze, kriege ich rot. Wenn ich neun schmelze, kriege ich grün. Mit dem geschmolzenen Herzen kann ich und dem roten Herz kann ich ein rotes Herz herstellen. Mit neun geschmolzen ein gelb. So war das. Genau, so war das. Das wollte ich doch. Ich wusste doch, dass ich die gebrauchen konnte. Nämlich, indem ich hier gelbe draus mache. Ich hatte es mir ja vorher angeschaut, bloß jetzt nicht mehr in Erinnerung gerufen. Sondern aus denen kann ich dann grüne machen. Zwei Stück. Und ich brauche für ein grünes Herz, brauche ich dann neun und ein rotes Herz. Okay, das heißt, ich schmelze mir draußen die ganzen Herzen, die ich hier habe. Weil es wird ja richtig teuer. Und kann mir dann sozusagen den nächsten Kanister bauen. Halt hier durch umrein, weil dann werden sie aufgeteilt. Also ihr seht schon, und ich brauche hier in meinem, ja, wieso kriege ich nicht mal einen Schlag, wenn ich das ausziehe, noch drei gelbe. Was habe ich jetzt einen Schlag bekommen? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich kriege jetzt mal einen Schlag. Ach so, weil die Herzen runtergehen. Ah, ich verstehe, ich verstehe. So, dann brauche ich noch die Kanister. Da hatte ich auch 16 Stück nur noch. Gut. Und halt Magnet aus, so rum. Also ich mache jetzt hier noch mal 7. Jetzt hier nochmal 17, eins brauche ich noch.
18 und dann brauche ich die so. Erstmal ein Herz noch holen. Oh. Ach, da habe ich ja noch 31. Wieso bin ich da noch 31? Passt mal auf. Achso, ich muss ja da mit dem Herzen, so war das genau. Ich muss hier das so machen. Dann die Herzen rein und dann bekomme ich gelbe Herzen. Zwei Stück und die kann ich dann wiederum da reinlegen. Nein, da war ich noch, auch ich brauche noch einen verzauberten goldenen Apfel. Okay, das ist auch nicht so schlimm. Dann machen wir die halt schnell mit. Komm. Ich mache mal gleich einen dritten, weil ich brauche ein drittes Herz. Das brauche ich mir auch noch. Dann schaffe ich heute bloß die gelben Herzen. Also hier habe ich dann noch 8 Stück. Eins von denen hier rein. Dann so, so und so. Dann habe ich die gelben Herzen. Und die lege ich mir jetzt hier in meinem Slot. Wuff, hat es mir wieder einen Schlag gegeben. Und ich fülle die jetzt auf und danach brauche ich nur noch die anderen beiden. Mal schauen, was mir das jetzt gebracht hat. Ja, ich hatte schon mal eine andere Farbe unten, nachdem ich die Äpfel gegessen habe. Gut, also so funktioniert es mit den Herzen. Ich werde dann demnächst die ganzen Herzen, so viel wie ich habe, mal einschmelzen und mir grüne draus machen, um einfach meine Herzen aufzustoßen. Aber hier wird es dann schon teuer, ne? Schalgerschein und Nethersterne und Schalgerschein habe ich gar nicht so viel, glaube ich, oder? Und 19 Stück, okay. Da würde ich auf jeden Fall meine 10 Herzen schaffen. Jetzt war es das aber. Alles abgehakt. Wie gesagt, der Jetpack hier ist mir richtig teuer. Denn, also der lohnt sich für mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da bin ich ja nur am Aufladen und der zieht mir Energie raus. Und das überprüfe ich jetzt ganz kurz, bevor ich wirklich aufhöre. Unten, wie weit der jetzt da der Reaktor, wie viel Uran der mir weggezogen hat. Vorhin waren es 63, jetzt 62. Nee, das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Gut. Ja, beim nächsten Mal, ich mache auf jeden Fall Mystical Agrikultur weiter. Das möchte ich irgendwo mal abschließen. Ich möchte irgendwas abschließen. Und wir machen beim nächsten Mal, glaube ich, den Kampf mit der Pyramide. Wir werden die Pyramide anschauen und gegen das große Monster kämpfen. Genau. Guter Plan. Bis zum nächsten Mal. Ciao.